Sehr geehrte Frau Präsidentin, wie der Bericht des Europaparlaments deutlich macht, gibt es in der Umsetzung der seit 2008 bestehenden 8 EU-Kriterien für Waffenexporte bisher wirklich leider keinen Fortschritt. An dem gemeinsam rechtlich verbindlichen Kriterienkatalog halten sich leider nicht alle Mitgliedstaaten. Deswegen unterstütze ich die Forderung des Berichts nach einer Sanktionierung von EU-Ländern, die dagegen verstoßen. Ich unterstütze zudem ausdrücklich die in dem Bericht wiederholte Forderung des EU-Parlaments nach einem EU-Waffenembargo gegenüber Saudi-Arabien. Wir brauchen endlich eine kohärente europäische Außenpolitik, deren Rahmen sich alle Mitgliedstaaten beim Export von Rüstungsgütern und Technologien einigen. Unser Kanzlerkandidat Martin Schulz sagt berechtigt, dass es nicht sein kann, dass einige EU-Mitgliedstaaten mehr Waffen an problematische Länder exportieren, während andere EU-Mitgliedstaaten dieselben Länder weiter munter beliefern. An meinem deutschen Kollegen Herrn Buchner möchte ich entgegnen, dass im Gegensatz zur CDU, die da gar nichts fordert, die Sozialdemokratie in Deutschland im Bundestagswahlprogramm sowohl den Export von kleinen und leichten Waffen an Drittländer verbieten möchte oder die Exporte reduzieren möchte. Unser Ziel muss endlich eine einheitliche, restriktive Rüstungsexportpolitik für ganz Europa sein. Herzlichen Dank.